Die Börsenminute von Julia Kistner. Folge 100. Apropos gestrige Börsenminute und politische Börsen haben kurze Beine. Ich müsste mich schon schwer täuschen, wenn bis Freitag nicht doch das Okay der Republikaner zu einer weiteren Aussetzung der amerikanischen Schuldenbremse bis 12. Dezember kommen würde. In den USA gibt es ja den gesetzlich festgelegten Grenzsatz, wie viel neue Schulden die Regierung zur Begleichung ihrer Ausgaben machen darf. Aktuell liegt diese Obergrenze bei 28,4 Billionen US-Dollar, umgerechnet 24 Billionen Euro. Die ist jetzt erreicht und wird sie nicht ausgesetzt, wäre der Staat de facto im Laufe des Oktobers zahlungsunfähig. Zuletzt wurde ein solcher Shutdown von Donald Trump 2019 verhindert, der die Schulden Grenze bis Ende Juli 2021 aussetzte. Die USA-Schuldenobergrenze ist übrigens ein Kriegsdelikt aus 1917. Einmal nicht eingelenkt wurde 2011, worauf die Rateagentur S&P den USA die Bestnote AAA entzog und die Börsen weltweit ganz schön ins Wanken kamen. Soweit wird es aber nicht kommen. Wir haben ja Pandemie. Auch europäische Länder fahren längst nicht mehr mit angezogener Schuldenbremse, die sie eigentlich per Regierungserklärung oder Gesetz in ihren Budgets verankert haben. Deutschland etwa hat sie bis 2023 gelockert, erst dann müssen Bund und Länder wieder ausgeglichen bilanzieren. Kurzfristig alles kein Problem, doch wehe, 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 wenn ich nicht mehr den Gipfel der massiven Schuldenberge sehe. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.